Die Karte an den neuen Wiesen entwickelt sich immer mehr. Mehr waren bei der Ouvertüre von der neuen Primärschule dabei. Der Ulzig-Kanal war bei der Aufweihung von der neuen Schule an den Unterwiesen dabei und hat nicht schlecht über das neue und moderne Infrastruktur gestaunt. Ob in der freundlichen Klassenzimmer, komplett ausgestattet Atelier, ein großes Turnhall und ein schöner Schwamm sind nur ein paar Highlights, die an dieser Grundschule zu bewohnen gehen. Wir haben uns mit der Bildungsministerin erhalten und gefragt, was die Schule so besonders macht. An dieser Schule sind Klassensaal ob sie keine Dieren. Das ist auch zu weisen, dass ein Klassensaal etwas Offenes ist, dass es transparent ist, dass es wichtig ist, dass es raus und raus geht. Und was mir hier ganz gut gefällt, dass die akustische Disposition effektiv ist, also dort mit her, den einfach nicht eine Komödie vorbeißen. Ich fand das ganz flott, Klassensaal Oppmann. Andere Schulen haben Dieren aus Glas, für das sie immer gesagt, was geschieht an der Klasse und dass sie auch gesehen, dass sie draußen eine Sonne leben. Auch den Herr Hinterscheid hat das noch eine Besonderheit verraten. Wir haben hier eine ganz neue Equipe von Enseignants, das ist ja Seelen, das in einer Schule ganz neu demariert an einem neuen Quartier. Hier ist das der Fall, und die Enseignants, die sich hier gemeldet haben, die kommen hier hin, weil ein modernes Neidgebäude ist, wo moderne Lehrmethoden möglich sind, und nicht durch ein Aal oder mehr beengende Architektur von Führern erschwert gehen. Wie viel Wege ist das Schule dann? Wir sind hier am Gang Quartier zu developieren und haben direkt ein Schule gebaut. Im Moment wohnen noch nicht so viele Leute am Quartier, aber die Schule hier benutzt von den Nopisch-Quartieren. Aber mittelfristig, wenn der ganze Quartier hier urbanisiert ist, dann ist die Schule schon nicht mehr lang gedurcht für die Quartier noch nicht wissen. Und das wird direkt hier links jetzt leiten. Uns hat auch interessiert, wie es mit Asch weitergeht. Braucht Asch noch viel Schulen? Geht es mit dieser Schule durch? Oder stehen da noch weitere im Plan? Ich meine nicht, dass es durchgeht mit dem heutigen Projekt. Wenn wir die Projektionen gucken, all die Bebauungspläne, die schon am Anfang gestimmt sind, wenn du wisst, dass wir am Areal Schlosspark auch nach einem großen Urbanisierungsprojekt haben. Wir haben auch Urbanisierungsprojekte in diese Richtung Brugerup machen. Wir sind am Gang über die Urbanisierung von Terouche nachzudenken. Also da brauchen wir dann eine Menge Schulraum. Wir werden doch da so machen. Wenn die Urbanisierung von Terouche bis realisiert wird, dann wird auch da direkt eine Schule gebaut, die auch dem Besuch den wir heute schon an der Hiel haben, den Druck, den wir heute schon an der Hiel haben, den Druck, den wir auch schon im Quartier Brill haben, durch den Druck können aufholen. Also wir sind allein nicht fertig am Schulraum. Es hält sich aber bessere Schule an modernen, adaptierten Schulgebäude. Und wenn wir wollen, gehen nicht exkulär aktiv gehen, muss man auch an die Gebäude investieren, an die Infrastrukturen investieren, dass also ein Senior ideal mit Meiern für können zu arbeiten.